Alle Jahre wieder treffen sich Klaus Störtebeke, Goedeke Michels und viele andere Darsteller zu einem gut gezapften Bier auf der Naturbühne in Rahlswiek auf Rügen, um neue Abenteuer zu bestehen. Wir schreiben das Jahr des Herrn 1393. Drei lange Jahre währte bereits der Krieg zwischen Mecklenburg und Königin Margarete von Dänemark. Es geht um Schweden. Die Festung Stockholm als Mecklenburgs letzte Bastion trotzte allen Angriffen der Dänenkönigin. Würde Stockholm fallen, dann kann sie sich die dritte Krone auf ihr stolzes Haupt setzen. Doch das mecklenburgische Herrscherhaus vergibt Kaperbriefe an alle, die der Dänenkönigin schaden und der eingeschlossenen Feste Hilfe bringen. So sammeln sich um Klaus Störtebeke und Goedeke Michels mutige Seefahrer, die die Blockade vor Stockholm durchbrechen wollen. Auf ihnen ruhen Stockholms wie Mecklenburgs letzte Hoffnung. Gottesfreund und aller Welt Feind, so hallt ihr Schlachtruf über die See. Der Osten, sprich Mecklenburg, ist Goldgräberland. Hier sind die Gesetze und Richtlinien der Hanse außer Kraft gesetzt. Das bewegt den Lübecker Kaufmann Westhoff, den Schwerpunkt seiner Aktivitäten nach Wismar zu verlegen. Verspricht doch der Handel mit der Kaperware der Piraten enorme Gewinne. Störtebeke und Goedeke, gerade von einer Fahrt nach Stockholm zurück, werden von der Landesherrin Herzogin Ingeborg in Wismar aufgesucht und beauftragt, sie zu den Verhandlungen um die Feste Stockholm zu begleiten. Goedeke Michels und Magister Wigbold folgen dieser Aufforderung. Klaus Störtebeke bleibt zurück, bereitet die nächste Versorgungsreise für Stockholm vor. Die Mission von Herzogin Ingeborg endet im Fiasko. Goedeke wird in Ketten gelegt und Ingeborg tritt ohne Hoffnung auf eine Veränderung ihrer Heimreise an. Der Befehlshaber der Festung, Albrecht von Pekatel, sieht sich mit einem Aufstand in der Feste konfrontiert. Denn nicht nur Mecklenburger, auch Schweden hatten auf Albrecht, den in Gefangenschaft geratenen König von Mecklenburg, ihren Eid geschworen. Jetzt hungern sie gemeinsam. Eine Wende soll eine gewaltige Bombarde einleiten, die der gewissenlose Lübecker Kaufmann Westhoff der dänischen Königin liefert. Doch die Königin hat ihre Rechnung ohne Klaus Störtebeke gemacht. Er bringt sie und ihren Mann in seine Gewalt. In einem Kampf auf Leben und Tod mit Margaretes Heerführer Svante Skorning glaubt Klaus Störtebeke, ein schonendes und schnelles Ende des Krieges herbeiführen zu können. Störtebeke gewinnt. Jedoch gibt Margarete weder Schweden noch den gefangenen König Albrecht frei. So können die Vitalienbrüder nur für einen Wimpernschlag der Geschichte die Niederlage Mecklenburgs verhindern und die Feste Stockholm retten.